Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu meiner ersten Runde Call of Duty Black Ops 2 und diesmal in Full HD, wegen dem mein erstes Mal. Ja, ich wollte einfach heute mal so ein Abo-Spezial machen, Leute. Ich habe jetzt einfach gerade Lust dazu und ja, in diesem Video soll es einfach darum gehen, um euch Danke zu sagen. Danke zu sagen in dieser kleinen Runde Bodenkrieg. Heute können wir gleich noch in den Klasseneditor gehen. Ich sehe schon, das dauert heute ein bisschen länger. Ja. So, nehmen wir auf jeden Fall mal andere Waffen, weil immer sagen die Leute, YouTube Gamescom, nimm endlich mal andere Waffen. Okay, Digga. Habe ich gesagt, wir nehmen jetzt mal die SWAT 556 mit. So, freischalten und gleich mal ausrüsten. Tag 45, die nehmen wir nicht. Wir nehmen die B23R. So. Ich bin jetzt endlich mal wieder in Zockerlaune, Leute. Letzter Zeit war einfach nur viel stressiger. In der Küche, Mann. Brutzeln, brutzeln und so. Und jetzt einfach mal eine chillige Runde auf der Map bereit. Hollywood Hills, USA, Team Deathmagh. Durch den Aufsatz, schnell Magazin. Steigt ihr nach. Was? Steigt ihr nach Ladetempo, warten auf andere Spieler. Kennen wir schon. Ja, ich glaube, mein Internet funktioniert endlich wieder. So. Also haben wir jetzt unsere Waffenklasse, die wir erstellt haben zusammen. Das war nicht die SWAT, oder? Doch, es war die SWAT, Leute. Oh, Schütze, nein. Wo ist jetzt die SWAT? Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte gerade die SWAT. Ja, da ist die SWAT. 556, los geht's, Digga. Ja, ich bin jetzt fast ein Monat auf YouTube. Was erzähl ich denn? Fast ein Jahr auf YouTube, Leute. Und ein Jahr YouTube hat wirklich viel gebracht. Oder hat viel. Ich habe viel erlebt, Leute, mit euch. GTA 4 mit PSN-Freunden. Manche kenne ich schon ein ganzes Jahr lang. Und wenn dieser Tag kommt, dieser Tag, an dem ich der junge Zocker erstellt habe, dann werde ich ein ganz schönes Special für euch vorbereiten, Leute. Und, ja, ich habe von Red Dead Redemption bis Fallout alles gezockt. Ich habe natürlich auch schon Dinge getan, die ich bereue. Parodien von Menschen, wo ich mir gesagt habe, hey, Digga, musste das sein, Leute? Aber, Leute, ich habe mal eine Wette verloren. Und in dieser Wette ging es darum, du musst mal Gronkh imitieren und das auf YouTube laden. So. Dafür habe ich jetzt 5 Euro bekommen, damals. Und das Ding muss ich auf dem Kanal halten. Schaut es euch lieber nicht an, Leute, sonst erschreckt ihr euch noch. Aber das ist jetzt gar nicht mal so wichtig, weil es geht um euch. Ihr geilen Abonnenten, die immer so schön Kommentare schreiben, die mir zu Rat und Tat zur Seite stehen. Und ja, einfach richtige Freunde, Chiller sind. Und dafür möchte ich einfach vielen herzlichen Dank sagen. Ne? Danke. Und ein ganz besonderes Dank, oder einen ganz besonderen Dank, geht an Yanni Boy Apple und an den Paddy Banks oder an Patrick. Ich denke mal, Patrick, er wird sich sofort angesprochen gefühlt fühlen. Das ist auch Don Camora oder Limited Remix. Ist ein YouTuber. Ja, den kenne ich auch schon sehr lange. Ja. Mein Gott. Aber ich bin immer noch so schlecht in Call of Duty Black Ops 2. So, ja. Vielen Dank nochmal fürs Abonnieren und jetzt möchte ich nochmal was ansprechen und zwar es betrifft Call of Duty Black Ops allgemein, Leute. Ist es euch schon aufgefallen, dass es einfach extrem schwierig ist, eine Lobby beizutreten manchmal? Zumindest war es bei mir so, ich bin MW3, MW2 gewöhnt. Da wartet man ein bisschen und dann ist man eigentlich in einem Spiel drin. Hier in Black Ops 2 gibt es sehr viele Host-Migrationen. Und was gibt's noch, Leute? Auf jeden Fall gibt es viele, viele, ja, wie soll man sagen, Camper. Hardcore. Oh! Ja, aber ich finde das auch richtig scheiße, Leute. Guck mal, ich spiele da, zack, 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 plötzlich steht da Host-Migration und ich fliege aus dem Spiel. Da reg ich mich manchmal auf, Leute. So, weil es jetzt nicht das Thema von heute, oder doch das Thema, ist das Thema. Und zwar, ja, ich wollte euch mal sagen, wie ich eigentlich zu dem Kanal der junge Zocker gekommen bin. Und da müssen wir zurückreisen in die Knasttage und dann nochmal zurückreisen zu Tagen, als ich das erste Video gemacht habe. Ich glaube, das war ein Auto. Ein Auto habe ich da aufgenommen. Und dann war es, glaube ich, ein GTA 4 Let's Play. Ja, und dann habe ich halt das natürlich immer mit Handys aufgenommen. Ich habe jetzt bestimmt schon gut 300 Videos, die ich jetzt nicht mit der Elgato Game Capture aufgenommen habe, sondern einfach nur mit dem Handy. Und ja, damals hatte ich halt noch kein Elgato. Und ja, wie schon gesagt, wie kam ich eigentlich zu dem Kanal der junge Zocker? Das war so. Ich war damals in einem Internat.
Ich hatte da ein iPad liegen und habe gedacht, ich möchte heute mal YouTuber werden. Weil ich einfach Lust dazu hatte, Bock dazu hatte und dann habe ich einfach beschlossen, jetzt mache ich YouTube. Ich habe einen Namen gesucht. Ich war damals nicht jung. Nee, viele denken, der junge Zocker, das ist ein kleiner Junge, der keine Ahnung hat. Völliger Quatsch. Ich bin ein bisschen älter. Und wenn ich das auch höre, dass es Leute gibt, die andere Menschen durch ihr Alter diskriminieren. Okay, es ist zwar jetzt nicht rechtlich, dass ein 12-Jähriger oder ein 8-Jähriger Call of Duty spielt, aber solange er wirklich Spaß am Spiel hat und sich ordnungsgemäß in der Lobby verhält und gut spielt, sauber spielt, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, wobei meine Spielweise, ich weiß nicht, ob man das sauber oder dumm nennen kann. Ich denke eher, ich bin so ein dummer Spieler oder so. Leute, oh Gott, jetzt laber ich hier die ganze Zeit euer Zockerohren voll. Ihr denkt euch bestimmt, oh, der labert aber viel. Oh, ich laber viel und jetzt fange ich da an und jetzt komme ich zu Punkt C und das ist ein Handel und ja. Wo wollte ich jetzt anfangen? Ja, damals gab's Adam und Eva, das waren die ersten. Och, nee, warte mal, eins zu weit. Ja, ihr wisst's auf jeden Fall. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, liebe Community und Leute. Meine KD, die ist doch sowas von egal. Mein Motto ist, zocke, als ob's dein letzter wäre. Und sag nein zu Drogen und ja zum Schlafen. Und ja, das ist halt meine Mentalität, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!